Florida Ice Cherry Chocolate Chip. Das wird heute reviewed und ich bin gespannt. Ich habe es vor einem Jahr oder so gegessen das letzte Mal und mochte es da sehr gerne. Es ist halt jetzt nicht so super schokoladig oder so und hat, glaube ich, auch keine Keksstückchen oder irgendwas drin, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf. Das Design finde ich hier echt schön, diese Schokostückchen und die Kirsche. Sehr simpel wieder, wie bei Florida immer, aber schön. Außerdem haben wir 150 Milliliter und 134 Gramm. Also es ist wieder eine ziemlich hohe Dichte. Das finde ich, also mag ich bei Eis sehr gerne. Und das Eis, wie man hier auch schon an diesem Logo sehen kann, ist glutenfrei und wieder mit niedrigen CO2-Emissionen produziert. Also wie da schon steht, glutenfreies Milcheis mit Kirschen. 14%, das ist viel, das ist richtig schön, da freue ich mich drauf. Und Schokoladenkuvertüre 2,5%. Zutaten sind als erste Vollmilch, also jetzt nicht Sahne oder Magermilch, sondern Vollmilch. Zucker und Sauerkirschen und den Rest könnt ihr ja selber mal so lesen. Es ist Mandelaroma drin, aber natürliches. Und natürliches Bourbon-Vanille-Aroma. Natürliches Kirscharoma, aber ansonsten nichts weiter an Aromen. Dann werde ich es jetzt mal aufmachen. Ich mag den Löffel hier drin ja immer total, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde den total niedlich. Also im Prinzip ist es ja nichts Besonderes, sondern einfach nur so ein Löffel wie eine Eisdiele. Hier sieht man jetzt schon durch den Deckel die Stückchen durch, die Schokostückchen. Kirschen kann ich... Ah doch! Nee, das ist auch kein... Ist das eine Kirsche? Das könnte eine Kirsche sein, die man hier sieht. Ich bin mir nicht sicher. Wir machen es am besten einfach mal auf. Schon ein bisschen angetaut. So sieht es jetzt von oben aus. So leicht gelblich, aber nur ganz leicht. Also es wirkt in dem Licht vielleicht noch gelblicher als in Wirklichkeit. So, und jetzt probiere ich mal am besten nur die Vanillemasse. Da ist sie. Mhm. Die schmeckt jetzt nicht so hervorragend. Sie schmeckt eigentlich einfach nur nach Milch, Sahne, Eis. Milcheis. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Vanille komme. Das habe ich gerade einfach nur gedacht. Aber es ist kein Vanilleeis. Es ist einfach Sahneeis. Mit schon einem ganz leichten bilde ich mir ein Kirscharoma drin. Wahrscheinlich wegen dem Bourbon-Vanille-Aroma habe ich jetzt Vanilleeis erwartet, aber es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Vanilleeis. Jetzt werde ich mal hier so ein Schokoladenkuvertüre-Stückchen probieren. Wie ihr seht, die sind echt schmal und klein. Ich probiere es trotzdem mal, versuche es zu probieren. Es schmeckt nach Zartbitterschokolade. Ja, die Schokolade ist sehr lecker. Schön bitter. Ich probiere sie jetzt mal zusammen mit dem Eis. Zusammen schmeckt es sehr gut. Also das Eis alleine ist ein bisschen langweilig. Aber wie gesagt, zusammen sehr gut. Und hier sehe ich schon, und seht ihr, da ist schon eine Kirsche. Das hier ist die Kirsche. Sie ist ganz, ganz dunkelrot. Wie ihr das erkennen könnt in dem Licht. Sieht eher schwarz aus, aber ja, sie ist dunkelrot. Ja, so seht ihr das besser. Ich werde sie mal probieren. Das ist auf jeden Fall eine Sauerkirsche, wie hinten drauf steht. Alles klar. Ja, die ist lecker. Die ist vor allem überhaupt nicht so überzuckert. Ich habe erst erwartet, dass es vielleicht so eine Zuckerkirsche ist. Aber ist es nicht. Es ist wirklich einfach nur eine Sauerkirsche und die Konsistenz ist auch schön. Die Konsistenz ist ein bisschen mehr wie bei diesen Zuckerkirschen, weil es so ein bisschen fester ist. Aber es kann einfach sein, dass die ein bisschen entwässert wurde und deswegen. Aber vom Geschmack her nicht zu süß. Hier seht ihr auch ein bisschen den roten Rückstand von der Kirsche. Ja, auf jeden Fall schmeckt das echt gut. Ich habe hier noch eine Kirsche. Ich werde jetzt mal alles zusammen probieren. Die Kirsche da unten, die Eiscreme und die Chocolate Chips. Also alles in allem zusammen ist es wirklich richtig lecker. Einzeln die Eiscreme ist, wie schon gesagt, ein bisschen langweilig. Ich werde es jetzt noch alleine zu Ende genießen. Da wird ja nicht viel mehr kommen. Ich finde es ganz lecker. Ich werde es mir aber, glaube ich, demnächst erstmal nicht nochmal kaufen. Da ziehe ich dann eher so Sorten wie Spekulatius und Cookie vor.
Oder auch dann einfach, um was Frisches zu haben, die Sorbets. Ist jetzt einfach nicht so was krasses Besonderes vom Geschmack her. Ist irgendwie ganz lecker so zusammen, aber es ist nicht so super geschmacksintensiv, dass ich sagen würde, ja, kaufe ich jetzt nochmal. Aber trotzdem lecker und probiert es mal aus, vielleicht gefällt es euch, gerade weil es nicht ganz so süß ist. Es ist wirklich, genau, das kann man darüber sagen, es ist wirklich nicht so ein süßes Eis. Wer das mag, für den ist es bestimmt was. Alles klar, dann bis zum nächsten Review. Ich freue mich über eure Kommentare und wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich werde demnächst neue Videos hochladen und auch nochmal was von Florida. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss!